Willkommen zurück. Willkommen zurück aus der Pause. Gut, und wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich bei Friedrich Nietzsche. Werde jetzt ein paar biografische Fußnoten von Nietzsche erzählen und dann noch ein bisschen zu seinen Theorien überleiten. Ein bisschen seine Einflüsse schildern und dann kommen wir auch wieder zur Wiener Moderne, also kommen zurück zur Literatur. Friedrich Nietzsche, der wurde 1844 geboren im damaligen Preußen. Wie wir noch wissen, hat es ja damals Preußen noch gegeben und die österreichische Doppelmonarchie und ist gestorben im Jahre 1900. Dazwischen ist einiges passiert, also ist insgesamt, wie Sie sehen können, 56 Jahre alt geworden. Er studierte Philologie und Theologie. Das hat sich dadurch ergeben, dass sein Vater schon Pfarrer war und dadurch wahrscheinlich auch ein verstärktes Interesse an Theologie da war, darüber hinaus auch an Philologie, also an Sprachwissenschaften. Sein Vater starb früh. Er ist dann aufgewachsen mit seiner Schwester, seiner Mutter, seiner Großmutter und einem Kindermädchen. Und das hat vielleicht auch ein bisschen seine Art und Weise, wie er in seiner Literatur auch oft kritisch über das weibliche Geschlecht schreibt, zu tun. Mit 24 ist er dann Professor in Basel geworden. Wie Sie sehen können, das ist auch für damalige Verhältnisse, nicht nur für heutige Verhältnisse, sehr jung. Er war hochbegabt, das ist auch immer wieder von seinen Professoren anerkannt worden und deswegen hat er dann die Möglichkeit gehabt, Philologie zu unterrichten, als Philologieprofessor zu arbeiten und zwar in Basel in der Schweiz. Grundsätzlich wollte er das gar nicht, grundsätzlich wollte er lieber Philosoph werden, aber das war ihm die Stelle, die möglich schien und deswegen hat er die dann auch angenommen. Ein anderer Grund, warum er nach Basel gezogen ist damals, war, dass er eben Richard Wagner kennengelernt hatte, kurze Zeit vorher, und die Möglichkeit hatte, Richard Wagner dort auch näher kennenzulernen und eine Bekanntschaft mit ihm zu knüpfen und mit ihm näher vertraut zu werden. Der hat damals nämlich auch in Basel gewohnt, beziehungsweise ist nach Basel gezogen. Davor noch, 1867 nämlich, das war auch noch bevor er sein Studium abgeschlossen hat, ist er in den Krieg eingezogen worden, in den Deutsch-Französischen Krieg. Da hat er nur ein Jahr gedient, war dann dienstunfähig, weil er sich erkrankt hat. Und diese Erkrankung, das ist heute, mutmaßt man zumindest, der Grund dafür, dass er auch fortlaufend gesundheitlich beeinträchtigt war. Wir haben vorher auch schon kurz darüber gesprochen, dass Nietzsche eben in keinem zumindest gesunden Körper gelebt hat. Krankheiten gehabt hat, dann auch im Verlauf seines Lebens immer wieder den Wohnort gewechselt hat oder wechseln musste, weil er eben unter verschiedenen Beeinträchtigungen litt. 1878 hat er seine Professur in Basel auch niedergelegt, weil er eben aufgrund seiner Erkrankung, seiner körperlichen Verfassung nicht mehr dieser Tätigkeit nachgehen konnte. Und war dann nach dem Jahre 78 für die restliche Zeit seines Lebens, also 22 Jahre lang, freier Philosoph. Und als dieser freier Philosoph hat er dann immer wieder eben seinen Lebensort gewechselt, hat sehr viel in Italien gelebt, aber auch in Sils Maria, das ist ein Ort in der Schweiz, glaube in der Südschweiz. Und dort steht heute auch ein Nietzsche-Haus. Eine Art Museum, das an Nietzsches Zeit dort in Sils Maria und an sein philosophisches Schaffen erinnert. In Basel hat er, wie gesagt, auch Richard Wagner kennengelernt. Richard Wagner, das ist eine interessante Figur, weil er hat ihn ein bisschen als Vorbild gesehen, vor allem auch als künstlerisches Vorbild. Richard Wagner war um etliche Jahrzehnte älter als Nietzsche selbst. Er ist dann immer wieder verkehrt, auch im Hause Wagner. Sie haben sich näher kennengelernt und Wagner hat genauso wie auch Nietzsche den großen kreativen, intellektuellen
jeweils feststellen können. Das heißt, hier war auch eine intellektuelle Verbundenheit da zwischen einem Philosophen und einem Musiker, einem Komponisten, einem Künstler. In den Werken von Nietzsche haben wir auch immer wieder dieses Konzept von einem Übermenschen. Das nimmt sicher in irgendeiner Form auch Anleihen an diesem Richard Wagner, beziehungsweise von dieser Bekanntschaft. Nietzsche selbst war, wie wir gelernt haben, auch ein Goethe-Liebhaber. Goethe-Liebhaber und Goethe ja auch bekannt als dieses Universalgenie, was nicht nur Dichter, sondern eben auch Diplomat und Wissenschaftler war. Mit Wagner hat Nietzsche dann aber gebrochen. Das heißt, waren dann nicht mehr freundschaftlich verbunden, aber an einem gewissen Zeitpunkt, was auch daran lag, dass sich Wagner zunehmend antisemitischen Ideen zugewandt hat und darüber hinaus auch dem Katholizismus, während sich Nietzsche ein bisschen entfernt hat, eben von der Kirche, von dem Glauben an sich, den er auch kritisiert hat in seinen Werken. Das heißt, die haben dann nicht mehr wirklich zueinander gefunden. Ein anderer Grund, warum die zwei sich nicht mehr verstanden haben könnten, der heute diskutiert wird, rege, ist, dass beide gewissermaßen in diesem Verhältnis zueinander eine Machtposition einnehmen wollten. Deswegen hat er das vielleicht auch wiederum, also nicht nur deswegen, aber auch dahingehend diesen Willen zur Macht ein bisschen betont in seinem Schaffen. Ja, das kommt da auch zum Tragen. Also beide wollten eigentlich oder sahen sich irgendwie als den intellektuellen Ziehvater des anderen. Ich meine, Wagner war zumindest in dieser alterstechnischen Hierarchie sicherlich über Nietzsche zu stellen, aber Nietzsche war der Philosoph, der große Geist, der intellektuell sehr wahrscheinlich Richard Wagner erhaben war. Und so hat sich das dann eben, so hat sich das dann getrennt, so hat sich das aufgelöst, diese Freundschaft, diese Bekanntschaft. Ja, sein Hauptwerk ist also Sprach Zarathustra. Darin haben wir auch ein bisschen gelesen als Vorbereitung zu der heutigen Einheit. Geht es auch sehr stark eben um, also da projiziert er auf diesen Zarathustra, auf diesen Eremiten ein bisschen. Er schreibt in der dritten Person und gibt halt Anleihen zum Leben und unter anderem zum Willen zur Macht, zum künstlerischen Schaffen, zu eigentlich allen möglichen Bereichen des Lebens, die von Interesse sind für das menschliche Dasein. Wie gesagt, ist Nietzsche dann herumgereist und hat in verschiedenen Ländern gelebt, eben vor allem in südlichen Ländern, wo die Temperatur mehr seiner körperlichen Verfassung entsprochen hat. Sein geistiger Zustand hat aber dann mit den Jahren leider auch nachgegeben, langsam aber sicher. Und es gibt diese Geschichte, dass Nietzsche dann einst einmal in Turin war, das, wenn ich mich jetzt nicht täusche, einen Pferdebesitzer gesehen hat, wie dieser sein Pferd geschlagen hat. Und daraufhin ist er weinend zu dem Pferd gelaufen, hat das Pferd umarmt. Und ab diesem Zeitpunkt, so geht zumindest die Geschichte, war Nietzsche dann geistig umnachtet und war nicht mehr zu retten. Hat dann eine Zeit lang bei seiner Mutter gelebt und ist dann zu seiner Schwester, in die Obhut seiner Schwester gekommen. Seine Schwester war leider, wie man auch heute weiß, auch eher antisemitisch und eine bekennende Nationalistin. Den Nationalsozialismus in dieser Form gab es ja noch nicht, aber hat dann seine Werke später dazu verwendet, also hat den Nachlass verwaltet von Friedrich Nietzsche und den dann auch eben für deutsch-nationale Ideale und Vorhaben zur Verfügung gestellt. Und so ist Nietzsche dann auch verstärkt eben zu dieser Führungsfigur und intellektuellen Führerschaft des Nationalsozialismus erhoben worden. Das ist leider, muss man sagen, es war sehr wahrscheinlich nicht im Interesse von Nietzsche. Also er hat auch dadurch, dass er sich ja immer diesen großen Ideen und abgewandt hat und den Individualismus betont hat und das Aufstreben des Individuums in seiner intellektuellen Kapazität, kann man davon ausgehen, dass das nicht im Interesse Nietzsches gewesen ist, was die Schwester gemacht hat mit seinen Werken.
dass die dann instrumentalisiert werden konnten von den Nationalsozialisten und dadurch auch sein Ruf, seine Reputation natürlich jetzt auch immer in diesem Kontext zum Nationalsozialismus, zum Deutschnationalen steht. Gut, er hat aber auch Einfluss genommen auf andere Autoren, Dichter und natürlich auch Literaturepochen. Da wären zu nennen der Expressionismus, der sehr stark mit der eigenen Gefühlswelt arbeitet und die auch ausstellen möchte. Dazu werden wir auch ein bisschen noch kommen heute. Stefan George wäre wahrscheinlich auch zu nennen. Der ist allerdings auch ein zweifelhafter Charakter, der auch wieder im Kontext steht mit dem Nationalsozialismus. Aber auch zum Beispiel ganz große bekannte Philosophen, jetzt kein deutschsprachiger Philosoph, sondern ein französischer, Michel Foucault, der hat sich auch immer wieder auf Nietzsche berufen und war sicherlich einer seiner intellektuellen Vorbilder. Gut, dann kommen wir zu den Theorien Nietzsches, also ein bisschen vom Leben, von diesem biografischen Überbau, kommen wir jetzt zu seinen Theorien, zu seinen Konzepten, vielleicht von seinen Konzepten zu seinen Theorien. Er hat ja den Idealtypus eines Übermenschen immer wieder betont in seiner Literatur, in seinen Werken. Nur worum handelt es sich bei diesem Übermenschen? Der Übermensch ist grundsätzlich, lässt sich verstehen als ein Ruf zum einen zu einem radikalen Individualismus, der sich eben trennt von seinen Außeneinflüssen und gleichzeitig aber auch immer nach einerseits nach einer intellektuellen Befreiung drängt, aber auch nach einer intellektuellen Weiterbildung. Also der auch natürlich in anderen Sphären dann ankommt, dadurch, dass er sich laufend bildet. Ein Freigeist, würden wir sagen, ist ja auch schon ein Begriff, der in der Aufklärung erschienen ist. Und ein Übermensch ist genauso kreativ, wie auch leidensfähig ist. Leidensfähig, da kommen wir wieder zu dieser Biografie von Nietzsche, der selbst immer sein Leben lang unter einer Krankheit gelitten hat und trotzdem die großen Werke erschaffen hat. Also, dass wir hier das eigene persönliche Leiden eigentlich als Grundsatz nehmen, dafür dann großes Intellektuelles zu leisten, sei es jetzt in der Kunst oder in der Wissenschaft, in der Philosophie, aber dass wir hier das meiste daraus machen, was uns sozusagen möglich ist. Der Körper auf der anderen Seite ist dabei eine Art Instrument der Entfaltung. Ja, auf der anderen Seite gilt es genauso diesen Körper wie auch sich selbst zu überwinden, weil, wie gesagt, Krankheit darf kein Fallstrick darstellen, um nicht diesen intellektuellen Übermenschen zu erreichen. Der Übermensch ist im Sinne Nietzsches, kann man heute sagen, vor allem ein Intellektueller, ein geistiger Übermensch, jemand, der sich eben geistig mit der Kunst, aber auch mit dem Wissen an sich auseinandersetzt, weniger ein physischer Übermensch, einer, der stark ist, also so eine Art, er wollte damit jetzt keine Eugenik transportieren, das heißt eine Art von Aussonderung der schlechten Menschen und der Hochzüchtung der Übermenschen, auch wenn so Begriffe wie Züchten sehr wohl auch vorkamen in seinen Werken. Deswegen war es auch sehr leicht für die Nationalsozialisten, das für sich selbst zu vereinnahmen und dann sich selbst den Arier, ja, als den Übermenschen, den blonden, blauäugigen Deutschen, als den Übermenschen zu stilisieren, auch unter Grundlage oder unter Voraussetzung von diesen Theorien Nietzsches. Aber man kann heute davon ausgehen, dass er eher eine Theorie, einen theoretisierenden, einen intellektuellen Übermenschen gemeint hat, als einen körperlichen, physischen Übermenschen. Gut, der Wille zur Macht auf der anderen Seite, den haben wir auch schon diskutiert bei der Hausaufgabe. Ich möchte noch ein bisschen näher darauf eingehen. Da waren die Konzepte von Gehorchen und Befehlen und Gehören und Gehorchen. Und er sagt unter anderem, dass man sich selbst gehören muss und sich selbst gehorchen. Ja, das heißt, es ist immer einfacher, jemand anderem zu gehören und jemand anderem zu gehorchen, aber Teil auch natürlich von dieser Übermenschwerdung
und den Willen zur Macht ist, sich selbst gehorchen zu wollen und sich auch selbst zu befehlen. Und das Befehlen ist ja schwieriger oft als das Gehorchen an sich. Ja. Dabei betont er auch wiederum diesen Prozess dieser Neuentstehung, dieser Laufenden, die man pflegt dadurch, dass man sich selbst zerstört und wieder neu entfaltet und zerstört und entfaltet. Also diese Begriffe von Tod und Wiedergeburt, wenn man so möchte, aber im Verlauf eines Lebens und nicht nur am Anfang und am Ende, sondern als etwas, was man als fortlaufenden Prozess begreift, auch der eigenen Optimierung. Ja, und dieser Wille zur Macht steht bei ihm jenseits von Gut und Böse, was er natürlich auch ein bisschen, und da kommen wir wieder zu etwas Zweifelhaften, was wir heute kurz angesprochen haben, was er auch in den Kontext zu einem anderen Menschen stellt. Der Wille zur Macht und der Übermensch, das wird immer dann kritisch als Konzept, wenn wir es mit anderen Menschen in Verbindung bringen und nicht mehr nur auf das Individuum an sich aufrechnen und anwenden. Weil auch hier beim Wille zur Macht geht es mitunter auch darum, oder hat er betont, dass der Wille zur Macht auch dazu dienen kann, sich über andere Menschen zu stellen, gerade über Schwache, und dass hier das Starke das Schwache übertrumpfen muss, gewissermaßen. Solange man das auf das Individuum anwendet, sehe ich hier wenig Kritikpunkte und sehr viel Gutes. Sobald es sich vom Individuum rausbewegt, wird es schwierig, wird es gefährlich, wird es auch leicht oder ist es leicht zu instrumentalisieren, zum Beispiel für eugenische deutschnationale Gedanken. Ja, und was er auch noch beschreibt, ist eine tragische Größe, ja, eine tragische Größe, die auch Nietzsche selbst hatte, da man sein eigenes Schicksal akzeptieren muss. Ja, also das Schicksal zu akzeptieren gehört auch genauso eigentlich zu diesem Duktus, den er hier kultivieren möchte. Auch die eigene Leidensfähigkeit, werden wir wieder eigentlich bei dem Prinzip vom ersten Punkt. Gott ist tot, als anderer Punkt ist dann auch noch die Entsagung des Metaphysischen ein bisschen, können wir hier sagen. Also er zumindest einmal wörtlich trennt er sich ab von Gott und von dieser Gott-Idee und vom Glauben und von der Glaubensidee. Wir können das in der Grundfunktion einmal so verstehen, dass Nietzsche darauf plädiert, sich unabhängig zu machen von Moralismen an sich, also von der Moral und von dem Glauben und von allem, was das Individuum mit Regeln, mit gesellschaftlichen einschränkt, ja? Also mit im Sein einschränkt, weil es eben moralisierend wirkt, weil es eine gewisse Ethik und eine gewisse Vorstellung hat, mit der es arbeitet. Dadurch können wir allerdings auch ihn ein bisschen, oder sehen wir hier zum Beispiel auch eine implizite Kritik an der Aufklärung. Ja, weil auch die natürlich mit fixen Parametern arbeitet. Zum Beispiel wird in der Aufklärung ja auch betont, alle sind nicht nur frei, sondern auch gleich. Ja? Und wenn man sagt, dass alle gleich sind, ja, wenn das ein Prinzip ist, ein gesellschaftliches, dann widerstrebt das natürlich auch diesem Idealtypus des Übermenschen, den Nietzsche beschreibt. Weil der will ja darauf hinaus, dass das Individuum sich hier kultiviert als Freigeist, ja, und dann kann es auch nicht die Idee annehmen, gleich zu werden, zu sein wie alle anderen. Also das ist hier ein Widerspruch. Obwohl natürlich Nietzsches Theorien sehr viele Anleihen auch haben von der Aufklärung an sich, ne? Individualismus und Freigeist haben wir auch als Wort in der Aufklärung sehr stark, und überhaupt dieser Wille, das eigene Bewusstsein einzusetzen und die Vernunft vielleicht auch zu suchen. Sind ja alles Dinge, die in der Aufklärung schon kamen. Aber eben auch das als moralisierende Grundkonzept, auch das soll man nicht zu 100% übernehmen. Ja? Also Gott ist tot, aber Gott ist nicht nur tot im Sinne einer Religion, sondern generell im Sinne von einer weitreichenden Moral und Moralvorstellungen an sich. Was da auch noch hineinspielt, was dann zum Beispiel auch bei Michel Foucault tragend wird, ist
dass er war ja Philologe, das heißt Sprachwissenschaftler, und das kommt hier dann auch zu tragen, weil er sieht diese Moral oder die, sagen wir es, die zeitgenössische Moral, die sich natürlich, können wir jetzt retrospektiv auch betrachten, immer wieder ändert mit verschiedenen gesellschaftlichen oder unter verschiedenen gesellschaftlichen Voraussetzungen. Sind ja verschiedene Staatsformen, in der wir leben, und es sind kulturell verschiedene Einflüsse, die wir haben. Und dadurch ändert sich eigentlich auch immer unsere Vorstellung von Moral und von Ethik und von dem, was richtig und was falsch ist. Und da meint er, das kann man natürlich auch sehen, wenn wir historische Dokumente dekonstruieren philologisch. Dann können wir da herauslesen, dass sich das eigentlich immer schon geändert hat. Das heißt, diese fixen Konzepte, selbst wenn sie uns fix erscheinen als gut und schlecht zum Beispiel, dass das auch nur etwas ist, was von Menschen geschaffen wurde und über die Zeit veränderlich ist. Wenn Sie jetzt zum Beispiel daran denken, wir haben jetzt in Europa, ich weiß nicht, wie das in China ist, aber in Europa haben wir derzeit einen Diskurs darüber, ob Atomkraftwerke grüne Energie darstellen zum Beispiel. Ja, weil wir natürlich den Klimawandel haben und entsprechend entgegenwirken müssen, auch in unserer Energieproduktion. Und deswegen wird jetzt der Diskurs angetrieben, dass Atomenergie eigentlich grüne und klimafreundliche, klimaneutrale Energie wäre. Das war noch vor 10, 20 Jahren undenkbar, weil Atomenergie natürlich auch immer mit Atomwaffen in Verbindung gebracht wurde und das natürlich dann etwas Schlechtes automatisch war und ist. Und dieser Diskurs ändert sich jetzt gerade auf Grundlage des Klimawandels ganz stark. Gut, ja. Was mit Nietzsche dann auch noch mal oder auch noch in Verbindung gebracht wurde, ist der Nihilismus als sein Leitmotiv oder als ein Leitmotiv. Das heißt, dass die Welt in gewisser Art und Weise auch eine Sinnlosigkeit beinhaltet. Gut, ein großes Vorbild von Nietzsche werden wir jetzt behandeln, und zwar ist das Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer war ein Philosoph, der vor ihm gelebt hat. Er hat unter anderem das Werk Wille und Vorstellung geschrieben. Und da beschreibt er, dass Wille bedeutet zu leiden und auch keine Grenzen kennt. Warum schreibt Schopenhauer nun, dass Wille Leiden ist? Na, ganz einfach, weil Wille beschreibt immer, dass wir etwas wollen. Ja, und wenn wir etwas wollen und das aber nicht kriegen, dann entsteht bei uns ein Leid. Also der Mensch ist eigentlich dazu veranlagt, immer etwas zu wollen. Und in diesem Wollen ist er vor das Problem gestellt, eigentlich nicht immer das zu bekommen oder bekommen zu können, was er will. Das liegt in der Natur der Sache. Und deswegen ergibt sich schon allein daraus Leid, weil dieses Wollen auch keine Grenzen kennt. Also wenn wir etwas zum Beispiel wollen wir jetzt unseren Abschluss haben, unseren Universitätsabschluss. Ich habe ihn schon, Sie wollen ihn. Wenn Sie Ihren Universitätsabschluss haben, dann werden Sie nicht ultimativ zufrieden sein. Sie werden sich sicher freuen einmal, vielleicht für eine Woche, vielleicht für einen Monat, vielleicht für ein halbes Jahr, dass Sie jetzt Ihren Abschluss haben. Aber ab einem bestimmten Zeitpunkt wird bei Ihnen wieder ein Wollen eintreten. Das heißt, wird wieder der Wille eintreten, etwas anderes zu bekommen. Sei es ein Job oder eine gute Bezahlung, eine Beziehung, Kinder, Familie, ja, und es ist immer dieses Wollen, ja, das nie abgeschlossen ist, weil jedes Mal, wenn man etwas erreicht hat, eigentlich wieder der Wille da ist, etwas Neues zu erreichen. Ja. Zumindest schreibt das Arthur Schopenhauer. Und da bekrittelt er zum Beispiel auch ganz stark, dass wir ja in unserem Leben, also das normale 0815-Leben, damals 6 Tage Mühsal, also 6 Tage Arbeit und einen Tag Langeweile beinhaltet hat. Bei uns wären es heute voraussichtlich, ich weiß nicht, wie es in China ist, ich glaube ähnlich, genauso 5 Tage Arbeit und 2 Tage Langeweile unter Anführungsstrichen. Diese Langeweile füllen wir uns heutzutage mit Fernsehsendungen, mit Serien, mit Weixin, ja, mit WeChat und mit Social Media.
Das heißt, es ist jetzt keine gefühlte Langeweile mehr, aber es ist auch trotzdem nicht das, was wir uns eigentlich vorstellen sollten. Also vor allem die 5 Tage Mühsal, 5 bis 6 Tage Mühsal sind ja eigentlich schon relativ tragisch, wenn wir das so betrachten, dass das Leben ist, was ein Mensch führt. Gut, und die Überwindung des Leids ist bei ihm sozusagen der einzige Ausweg aus diesem Wollen, ja, ist dann dadurch aber auch der Verzicht auf den Willen. Also die Überwindung des Leids ergibt sich durch den Verzicht auf das Wollen, und dieser Verzicht auf das Wollen fällt einem dann leicht, wenn man asketisch lebt, wenn man sich einfach all diesen Dingen, die man haben könnte, entsagt. Also Schopenhauer selbst hatte nur einen Pudel, war nie verheiratet, hatte keine Frau, hat sich zumindest in der Hinsicht auch einmal asketisch verhalten. Und das Einzige, was er wirklich wollte, war eben diese intellektuelle Selbstfindung, wenn man so möchte, die Philosophie. Darüber hinaus bieten laut ihm Kunst und Musik eben eine Flucht aus der Sinnlosigkeit des Lebens. Und diese ästhetische Rezeption, also die Wahrnehmung von, sei es Kunstwerken oder das Hören von guter Musik, das be befreit einen auch, sei es nur momentär, aber es befreit einen dann aus diesen Fesseln des Willens und des Wollens. Und wie wir hier sehen, sind da ganz, ganz klare Anleihen von Nietzsche zu Schopenhauer da, die das natürlich dann zusätzlich unterstreichen, was auch Schopenhauer gemacht hat. Schopenhauer war, wie man hier auch ein bisschen herauslesen kann, sehr pessimistisch gegenüber dem Menschen und dem menschlichen Leben, weil wenn wir uns nicht aussuchen können, sagen wir, wenn wir etwas wollen im Leben, dann automatisch immer zu leiden, ist das natürlich keine schöne Konzeption. Nachvollziehbar, was er schreibt, ist es trotzdem. Das ist ein Pessimismus, den hat Nietzsche bisweilen übernommen, hat sich dann aber auch ein bisschen optimistischer gezeigt im Verlauf seines Schaffens und sich dadurch auch wieder ein bisschen abgewandt von Schopenhauer. Gut, hier sind noch ein paar Aphorismen Schopenhauers, nachdem wir ja zu Nietzsche schon ein bisschen vorgearbeitet haben, was auch für Sie interessant sein könnte. Ein Zitat ist zum Beispiel: Was einer für sich selbst ist, was ihn in die Einsamkeit begleitet und was keiner ihm geben oder nehmen kann, ist offenbar für ihn wesentlicher als alles, was er besitzen oder auch was er in den Augen anderer sein mag. Worum es in hier geht, ja, es ist auch wieder diese Betonung eigentlich des Individuums, ein bisschen ähnlich auch wie bei Nietzsche. Ja. Was einer für sich selbst ist und was ihn in die Einsamkeit begleitet. Und was keiner ihm geben oder nehmen kann. Ja, also wenn wir hier den ersten Teil nehmen. Das ist hier zum Beispiel, wenn Sie sich vorstellen, Sie sind jetzt allein. Ja, sei es jetzt zum Beispiel, also Sie müssen ja, wenn Sie irgendwo hinreisen, dann zum Beispiel auch in Quarantäne, ja, für ein paar Wochen zum Beispiel. Ne? Wenn Sie diese Zeit nehmen, dann sind Sie alleine. Dann kann ihnen keiner etwas geben oder nehmen, weil sie sind ja allein. Das heißt, sie sind auch in diesem sozialen Austausch nicht, in dem sie normalerweise wären, wenn sie jetzt zum Beispiel bei ihrer Familie sind oder mit Freunden oder auf der Uni. Das sind immer Menschen, mit denen sie sich abgleichen können. Ja? Wenn sie jetzt aber alleine sind, dann sind sie nur für sich, und dann stellt sich die Frage, was sie in diese Einsamkeit begleitet. Das heißt, wenn Sie allein sind, dann kommen Sie auf Dinge drauf oder stellen Dinge fest an Ihnen oder in Ihnen, die Ihnen normalerweise gar nicht so bewusst sind. Einfach dadurch, da keine anderen Menschen da sind, können Sie sich einmal darauf konzentrieren, und vielleicht haben Sie jemanden im Kopf, eine Stimme im Kopf, die Ihnen sagt so: Das machst du falsch, das machst du falsch, oder das machst du richtig, das ist gut, das ist schlecht. Und das ist genau das, was einen dann in die Einsamkeit begleitet, so diese Fragen, die man mitnimmt. Ja? Und das, meint er, ist wesentlicher als alles, was der Mensch besitzen kann auf der einen Seite, also was er physisch besitzen kann, aber auch, was er in den Augen anderer sein mag. Also,
das, was wir dann haben, wenn wir mit anderen Menschen sind, diesen sozialen Austausch, das ist natürlich auch wichtig und das gibt uns auch wieder Feedback auf uns selbst, wer wir sind und wie wir sind. Aber essentiell ist, was da ist, wenn Sie alleine sind. Ja, wenn Sie alleine sind, welche Gedanken Sie haben. Das können Sie auch beim Meditieren zum Beispiel. Das ist ja auch ein Prinzip des Meditierens, dass wir allein sind in unserem Kopf und uns Gedanken machen über uns selbst. Also das ist das, was er sagen möchte. Das ist zum Beispiel auch dieser Ruf zur Askese, ja, zum Beispiel, die wir hier, Überwindung des Leids ist die Askese, Verzicht auf Willen, also ist dieses Alleinsein. Und wenn wir allein sind und uns auch abtrennen von Dingen, die wir nicht haben können, weil wir eben uns abgesondert haben, dann wird das auch wieder ganz eigene Gedanken anstoßen. Gut, das zweite Zitat. Ungewöhnliche Gedanken in gewöhnlichen Worten, das ist die Sache nicht umgekehrt. Und gewöhnlich heißt ja normal, ja? So, also Ja. wir haben normale Gedanken in ungewöhnlichen Worten, das ist eben nicht die Sache, ja? Die Sache, also das, was gut ist, meint er, es sind ungewöhnliche Gedanken in gewöhnlichen Worten. Warum? Ungewöhnliche Gedanken sind eben keine normalen Ideen, sind vielleicht neue Ideen, sind wichtige Ideen. Aber in normalen Worten, warum? So kann sie jeder verstehen. Ja, das heißt, Ach so. genau, ungewöhnliche Gedanken in gewöhnlichen Worten ist das, was gut ist. Ja, nicht gut ist gewöhnliche Gedanken in ungewöhnlichen Worten. Es gibt ja auch immer wieder, das hat man ja auch sehr oft bei, oder es ist so ein Problem, das sehe ich oft bei Seminararbeiten zum Beispiel. Ja, weniger jetzt bei Ihnen. Ja, also wir haben ja auch noch keine. Als zum Beispiel in Österreich und bei Lehrveranstaltungen, die ich hier gemacht habe, dass Leute oft dann 5 Seiten schreiben und ganz komplizierte Sätze schreiben, aber die Aussage ist keine besondere. Ja? Und man versucht dann über den Ausdruck der Sätze und der Worte eine besondere Aussage zu suggerieren, aber es hat keine. Ja, und es wäre besser, wenn wir in normalen Sätzen, in normaler Sprache, die leicht verständlich ist, eine besondere Aussage erzeugen. Das ist das, was er, glaube ich, damit sagen möchte. Da der ganze Mensch nur die Erscheinung seines Willens ist, so kann nichts verkehrter sein, als von der Reflexion ausgehend etwas anderes sein zu wollen, als man ist, denn es ist ein unmittelbarer Widerspruch des Willens mit sich selbst. Das würde ich jetzt so stehen lassen, beziehungsweise frage ich Sie jetzt nicht extra, weil das, glaube ich, ein bisschen schwierig ist, vielleicht sogar noch schwieriger als das erste. Der ganze Mensch ist nur eine Erscheinung seines Willens. Damit hat Nietzsche und Schopenhauer haben hier was gemein, ja? Dass der Wille sozusagen den Menschen erst erzeugt, weil durch den Wille ein gewisser Anspruch an den Menschen selbst entsteht, an sich selbst entsteht. Ja, oft gibt es aber in unserer Gesellschaft diese Idee, dass man etwas anderes sein will, als man ist. Ja, es gibt auch oft diese Frage, oder es ist eine beliebte Frage, die man hin und wieder stellt, älteren Leuten stellt, Leuten in ihren 30ern, in ihren 20ern, wenn du etwas nochmal machen könntest, was würdest du ändern? Also das ist eine sehr beliebte Frage. Ja, wenn du etwas nochmal machen könntest, was würdest du ändern? Und eigentlich ist die grundsätzliche Frage, wenn man etwas jetzt ändern würde, einerseits wird sich alles ändern. Ja? Weil man kann nicht davon ausgehen, dass man nur eine Kleinigkeit ändert und dann alles gleich bleibt. Das ist mal die eine Sache. Vielleicht werde ich nichts ändern. Ich bin, wer ich bin. Genau, sehr gut, ja, das ist sehr gut, Frau Tien. Genau darauf möchte Schopenhauer hinaus hier, ja. Sie wollen nichts ändern, weil sie sind, wer sie sind, und sie sind im Ende die Summe ihrer Entscheidungen, die sie bis hierhin getroffen haben. Das heißt, sie haben alles selbst entschieden, was jetzt passiert. Ja? Sie hätten auch immer sagen können, nein, das mache ich nicht, ich mache was anderes zum Beispiel. Ja? Das heißt, sie sind eigentlich so die Summe ihrer Entscheidungen. Ja? Und deswegen, hier eine Reflexion anzustellen, etwas anderes sein zu wollen, als man ist, ja,
ist eigentlich ein unmittelbarer Widerspruch des Willens mit sich selbst, ja, wenn man das jetzt als Individuum begreift. Ja. Und wir sind ja alles Individuen und wir treffen die Entscheidungen für uns selbst. Ja, und dementsprechend sind wir die Person, die wir sind, auf Grundlage unserer eigenen Entscheidungen. Ja, also auf die Frage, was würdest du anders machen, wenn du nochmal könntest, sage ich eigentlich tendenziell immer nichts. Das macht es auch einfacher, weil das heißt auch und bestätigt eigentlich die Person, die man selbst ist. Wenn man, sobald man sagt, ich würde etwas anderes machen, stellt das die Person, die man ist, ein bisschen in Zweifel. Ja, und das, was man bis hierhin gemacht hat. Okay, gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für den regen Austausch heute, weil es war sehr philosophisch.